Die Sonne ist unerschöpflicher Energielieferant. Doch wie kann diese Energie genutzt werden? Mit Solarthermie. Solaranlagen können auf nahezu allen Dächern installiert werden und sind die umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Die Kollektoren absorbieren die Sonnenstrahlen, erwärmen sich und erzeugen schließlich Wärmeenergie. Ist die Flüssigkeit in den Solarkollektoren auf einem hohen Temperaturniveau, so wird sie in den Wärmetauscher geleitet. Nach dem Transfer der gewonnenen Energie in den Wärmespeicher kann sie nun im Haushalt für Dusche, Wasserhahn oder auch die Heizung genutzt werden. Da sich die Flüssigkeit beim Energietransfer abkühlt, wird sie danach wieder zurück in die Kollektoren geführt, wo sich der Kreislauf schließt.